Zuschauer und bekommst du eine ganz neue Folge auf dem Spiel. Hier sind weit vor. Ja, ich habe doch lange kein Video mehr gemacht. Ja, das Problem mit Corona, mit der Schule und all das. Ja, und ich habe zu viel Stress gehabt und ja, also es ist zu viel Mist in meinem Kopf abgelaufen. Also, was halt abgelaufen, oder also, kann man besser erwähnen. Wie gedacht, Leute, habe ich echt gedacht, froh, dass ich wieder der Alte bin, ja, mit euch zusammen das Video zu schauen. Ich habe einige Abonnenten schon verloren. Irgendwie finde ich das schade, aber kann man halt nicht machen. Aber gut, Leute, heute spielen wir natürlich Russland, ja, und natürlich Leningrad Blockade. Also, Blockade heißt ja auf Englisch, also auf Deutsch, ja, kann man so erwähnen. Durch dein Deutschspiel und so weiter. Also allgemein meine ich. Also zweite Kategorie natürlich. Und heute spielen wir natürlich über die sowjetische Kampagne, also in Russland. Und ich glaube, sie geht nur im Schlag gegen Deutschland. Genau. Und es wird echt interessanter, vor allem den Schlag um die Berlin. Aber wenn wir ein wenig logisch betrachten, dann wirklich zu Berlin schlachten Russland eine oder andere auch Amerikaner spielen. Weil so historisch ein bisschen besser aufbauen können. Ja, weil am Ende, als in Berlin eingenommen wurde, da ist der Krieg vorbei. Ja. Und, naja, Zeitenspiel. Naja, Leute, dann gucken wir mal, dass das eine Aufgabe ist, was wir machen müssen. Heute Auftrag und Herausforderung. Ja. Also das ist ganz wichtig, damit wir, je mehr wir Sterne gesund sammeln, desto mehr können wir unsere Soldaten und Damen. So, Leningrad Blockade, Straßen beschrieben. Leningrad, heute bekannt als St. Petersburg, wurde von den deutschen Truppen und ihren Verbündeten im September 1941 im Zuge des Invasions der Sowjetunion belagert. Die Belagerung könnte erst 2,5 Jahre später beendet werden und gilt damit als eine der längsten Belagerung der Geschichte. Die eingreifenden Truppen umzingelten die Stadt und unterbrachen Kommunikation und Versorgungslinien. Nach und nach auch in dann aus Leningrad. Während der ersten Winter der Belagerung, weil da haben wir das Schnee, das war eine ganz gute Gespielsituation. Während der ersten Winter der Belagerung liegt er an der Stadt begrenzt in Landung. Die Russen als einzige, wenn auch gefährliche. Klar, damals haben wir auch eine der blutigsten Schlachten im Krieg, weil Weltkrieg jemand gegeben hat, ja, der mit Stalingrad. Also das war echt heftig. Vor allem mit so einem Wetter zu Krieg zu führen. Das war grausam. Verbindet zu Automobil. Der erste Konvoi macht sich ab. 22. November 1941 auf dem Weg und bald werden regelmäßig Vorräte sowie Zivilisten und Verbund aus der belagerten Stadt transportiert. Was auch der Rote auch den Namen der Stadt des Lebens einbrachte. Durch das Bombardieren des Feindes wurde es jedoch immer gefährlicher, über das Eis zu fahren. Klar. Damals gab es zum Beispiel Eis, zwar nicht so wie halt, wo man normalerweise wo Straßen aufgebaut sind, wo mit Eis bedeckt sind, sondern es gibt Wasser, die als Eisschichten so befestigt sind. Und die Deutschen haben tatsächlich auf diesem Ort mit Panzer, ich kann mit Fahrzeug-LKW sogar noch bestehen, aber wenn man Panzer hindurchfährt, da ist schon, muss man schon krank genug sein, um dann auf die Idee zu kommen, weil jeder weiß ganz genau, was passiert, wenn man eine schwere Belagerung in eine Eisschicht überfährt und dass man direkt versinken wird. Also das ist einer der kleinsten Selbstmord, was es jemand gegeben hat. Also krank. Ja, genau. Die sind gefährlich, in Regel mit Angriffen Deutsche auf die Konvoi hat übrigens. Dank der Straße des Lebens überstand die Stadt der Belagerung im Januar 1944. Also was heißt damit? Was ist damit genau die Straße des Lebens? Das heißt die Straße, die die Deutschen überqueren wollten, ja? Dann diese Straße hat ihnen halt so da vorgetäuscht, wie kann man das damit benennen? Das heißt, da wo eigentlich Schneeschicht war, wussten die Deutschen ja gar nicht, dass es die Straße ist. Ja, sie wussten ja gar nicht, dass es wirklich ein Schneeschicht war. Ja, aber die Russen wussten halt, ja, und denken, es war eine Straße. Und es war ja aber keine Straße, ja. Und das war für die Russen eine Art Lebensretter, nämlich dass die Eis drüber geschoben haben und da können die Deutschen nicht mehr durch. So haben die Russen uns dann eine eigene Stadt gerettet vor kommenden Einbruch des dritten, kann man so sagen, Nazis. Aber gut, ja. Wir haben nicht genug Sterne, wie ich schon sagte. Aber es ist ganz wichtig, ja.
Istanbul. Und Konstantin Konstantinowitsch Kurkotschowski, einer der berühmtesten Militärführer der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, war verantwortlich für die Planung und Ausführung von Operation Bagration, die 1944 an der Ostfront der Platte verwendet wurde. Kurkotschowski, ein gebürtiger Pole, war ein hervorragender Taktiker für Kavallerie und Infanterie und für seine Realität und Generalstabsführung. Naja, das ist was für die Infanteristen, ja, also das ist auch ganz wichtig, ja, wenn man Granaten hat, ja, Militär, also zum Beispiel Erste Hilfe, also das ist ganz wichtig. Panzerlehrer, Georgi Konstantinowski Tschukowski, okay, Georgi Konstantinowski Tschukowski, der mit Abstand bekannteste Kommandant der Roten Armee, also ich kenne die Person halt nicht, ja, ich kenne Stalin, den kenne ich halt, Armee im Zweiten Weltkrieg, befehligte die Streitkräfte mit dem Schlacht um Berlin. Er war einer der Planer der Verteidigung der Sowjetunion beteiligt, die 1941 durch den Einmarsch der Deutschen auf die Probe gestellt wurde. Tschukow war einer der engagierten, erfahrenen Kommandanten, ein Experte für den Panzerkrieg. Also krass, ja. Es gibt halt heldenhafte Offiziere, die den Krieg gewonnen können, ja. Ist halt selten. Man muss da halt einfach verstehen, wie und was man beachten muss. Also, was und ganz wichtig für den Panzer sind, nämlich das hier, die Deckung, so dass die Gegner nicht mehr an die Frontpanzer beschädigt werden. Tarnung ist auch wichtig, muss aber nicht sein, aber empfehlt wird. Das hier ist einer der meisten wichtigsten, was es im Spiel gibt bei der Donetsk 2 Corps. Nämlich mehr Panzer und mehr Leben. So dass die Panzer nicht schnell beschädigt werden. Das sind die ganz wichtigen Transformationen für die Art und Weise, ja. Gut, was kann er? Unterstützung Vasili Ivanovich Tschukow. Vasili Ivanovich Tschukow. Es ist nicht so einfach zu sprechen, ich kann zwar Russisch, ja, aber für die Leute, die nicht Russisch können, ist es sehr schwierig. Ich würde mich Polnisch zu benennen, ja. Ein Leichenoffizier der Roten Armee erlangte seinen Widerstand mit der 62. Armee in der Schlacht von Stalingrad bekannt. Tschukow wurde vor allem der innovativen Taktik für die Verteidigung der engsten Raum und seine Guerilla-Methoden, die er damals entwickelte, beehrt und war ein Meister in Stellung und Unterstützung der Taktik. Ja. Auch das ist ganz wichtig für die Panzer. Also nicht schlecht. Vor allem die Granate ist ganz wichtig. HE. Mörder und so weiter. Also gut. Natürlich brauchen wir ihn. Für die Panzer. Verteidigen Sie den Konvoi um jeden Preis. Aha, okay. Okay. Dann können wir die Mission starten. Das Problem ist so bei Junich 2 ist, Leute, nämlich. Man kann nur einen von den Offizieren die Sterne zwar nehmen, aber die Sterne, die nicht zu viel. Das heißt, wir müssen ganz gut damit umgehen, wie wir damit vorbereiten können, um den Krieg zu gewinnen, ja. Also das ist nicht so einfach gemacht. Also man kann die drei Offiziere nicht komplette 5 Sterne geben, ja. Man muss das nehmen, was wir wirklich brauchen, ja, um den Krieg zu bestehen, ja. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Leningrad-Blockade, Dezember 1941. Durchhalten, Genossen. Ihr müsst den Konvoi um jeden Preis beschützen. Das Überleben der Stadt hängt davon ab. Gut, ja, verstärkt die Verteidigungslinie im Zentrum und macht euch auf alles gefasst. Ja, Sir. Okay. Einsatz bereit, Sir. Na los! Schade, wir haben nicht diese Stellung. Wo die Deutschen haben unsere Vorräte am See entdeckt. Auf Angriffe vorbereiten. Fahrzeug funktionstüchtig. Hier. In Bewegung, Sir. Jawohl. Zu Befehl. Jawohl. Bewegung, Soldaten. Befehle, Sir. Befehle. Infanterie meldet sich zum Dienst. Bewegung. Löscht sie aus. Bandagen sind einsatzbereit. Bestätigt. Die Deutschen können keine schweren Panzer einsetzen. Das Eis ist zu dünn. Erwartet stattdessen starke Infanterieangriffe, Genossen. Tötet sie! Infanterie meldet sich zum Dienst. Fahrzeug funktionstüchtig. Jawohl. Jawohl. Was heißt das nochmal? Proviantfahrzeug. Fahrzeug funktionstüchtig. Nicht mehr das Feindesfahrzeug.
Das war so schlimm damals. Das Ziel unter Beschuss nehmen! Verstärkung eingetroffen. Feind vernichtet. Infanterie meldet sich zum Dienst. Ja. Zu Befehl. Jawohl. Jawohl. Verstanden. Bestätigt. Bereit für die Schlacht. Bewegung. Einsatzbereit, Sir. Infanterie meldet sich zum Dienst. Nutzen wir das dünne Eis zu unserem Vorteil, Genosse. Verwenden Sie Sprengstoff, um das Eis unter den feindlichen Einheiten zu sprengen. Beeilung. Bestätigt. Befehle, Sir? Ja, Sir. Jawohl. Feuer! Befehle! Ziel unter Beschuss nehmen! Jawohl! Bewegung! Bestätigt! Eröffne Feuer! Ja, Sir! Feuer! Zielen! Fahrzeug funktionstüchtig! Ja, Sir! Bereit zum Angriff! Beeilung! Wir sind einsatzbereit, Sir! Das war das schlimm, wirklich. Also, man kann jawohl! Sich befassen. Bestätigt! Auf dem Weg! Infanterie meldet sich zum Dienst! Bewegung, Soldaten! Bereit zum Angriff! Auch das ist etwas, was wir einnehmen müssen. Befehle, Sir! Ja, Sir! Bewegung, Soldaten! Befehle, Sir! Auf jeden Fall brauchen ja, wir zwei Soldaten. Auf diese, bestätigt! Feindliche Einheit! Verstärkung eingetroffen! Infanterie meldet sich zum Dienst! Na los! Feuert aus allen Rohren! Wir sind einsatzbereit, Sir! Das ist einfach nur geil gemacht. Jawohl! Das ist unglaublich geil gemacht, also wirklich. Diese Grafik. Infanterie einsatzbereit! Na los, zu Befehl! Angriff! Infanterie meldet sich zum Dienst. Tötet sie! Artillerie einsatzbereit. Befehle! Infanterie meldet sich zum Dienst. Bewegung, Soldaten! Ja, Sir! Aber ich zu glaub, Befehl. Leute, es ist nicht einfach, so zu in Bewegung, Sir! Erwarte Befehle! Ziel unter Beschuss nehmen! Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jawohl! Nein, ich hoffe, das ist gut. Zu Befehl! Jawohl! Unseren Speeren zufolge nähern sich feindliche Truppen aus dem Norden. Verstärken Sie die nördliche Verteidigungslinie, Genosse. Zu Befehl! Jawohl! Infanterie in Bewegung! Fahrzeug funktionstüchtig. Fliege zum Ziel. Jawohl. Wir sind einsatzbereit, Sir. Super. Guten Schock. Verstanden. Bereit für die Verstärkung eingetroffen. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Befehle, Sir. Verstanden, Leute. Bewegung! Wir sind einsatzbereit, Sir! Sie werden uns nicht kommen sehen! Oh je, wenn er genau das Ding fällt, das ist nicht gut. So war das klar. Aber eben geil gemacht, wirklich. Fahrzeug funktionstüchtig! Befehle, Sir! Ziel in Sicht! Bewegung, Soldaten! Auf dem Weg! Wir sind einsatzbereit, Sir! Unglaublich. Das ist unglaublich gut gemacht. Also, genau das ist es. Erwarte Befehle! Damit ist hier gemeint. Bandagen sind einsatzbereit. Befehle, Sir! Bewegung, Soldaten!
Infanterie in Bewegung. Jawohl. Einsatzbereit, Sir. Infanterie meldet sich zum Dienst. Erwarte Befehle. Mal gucken, ja. Aber wie gedacht, Leute, das ist was gemacht hier. Also Triple Strike. Alter, der Geister. Naja, aber wenigstens Stalingrad, da werden wir schon gelagert. Nur so lange durchhalten, bis das Ende erreicht wird. Jawohl! Einsatzbereit, Sir! Bewegung, Soldaten! Artillerie, Feuer! Feindliche Einheit! Infanterie einsatzbereit. Verstanden. Feuer! Ziel zerstört. Ziel unter Beschuss nehmen. Bestätigt. Aber jetzt echt wieder. Verstärkung eingetroffen. Infant bereit für die Schlacht. Wir sind einsatzbereit, Sir. Super. Erwarte Befehle. Ja, Sir. Das wäre eine Rede. Infanterie in Bewegung. Jawohl. Bin da, wo man mich braucht. Infanterie meldet sich zum Dienst. Infanterie in Bewegung. Feindliche Einheit! Bandagen sind einsatzbereit. Bewegung, Soldaten! Bestätigt. Bewegung, Soldaten! Bewegung, Soldaten! Bandagen sind ein schwerer Bomber im Anflug! Eröffne Feuer! Artillerie einsatzbereit! Feuer! Ziel in Sicht! Bewegung! Oh. Ja, Sir! Boah, war das knapp. Na los! Feuer. Erwarte Befehle! Feindliche Einheiten gesichtet! Bandagen sind einsatzbereit. Auf dem Weg. Feuert aus allen Rohren! Ja, Sir! Scheiße. Einsatzbereit, Sir. Bin da, wo man mich braucht. Sanitäter unterwegs. Befehle! Tötet sie! Sie zerstört. Erwarte Befehle! Besteht Feuer! Halt sie ab! Feind! Angriff! Volltreffer!
Ziel unter Befehl vernichtet! Zu Befehl! Zu Befehl! Jawohl. Bewegung, Soldaten! Infanterie in Bewegung! In Bewegung, Sir! Ich hab keine erste Hilfe. Bereit für die Schlacht! Infanterie meldet sich zum Dienst. Sanitäter auf... Wir konnten genügend Konvoi-Einheiten beschützen. Mit der Hilfe von außen werden die Bürger von Leningrad die Belagerung etwas länger durchstehen. Glückwunsch, Genossen. So, wir haben geschafft. Flugabwehrspezialist zerstörte eine Flugzeug. Na, wir haben mehr Flugzeuge zerstört, nur weil jetzt ein Bomber war, klar. Wir haben sogar drei Stuka eliminiert. Naja Leute, dann hören wir die Geschichte von dem Augentroll, der da geschrieben hat, über die Zeit, von der er da erlebt hat, ja. Da bin ich mal gespannt, was er da sagt. Montag, 1. Dezember 1941. Die Deutschen stehen jetzt schon seit 3 Monaten vor der Stadt, in der ich geboren wurde. Sie haben meine Nachbarn und Freunde, die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, verhungern lassen oder auf sie geschossen, wenn sie sich sehen ließen. Aber meine Leute sind stark, stark und stolz. Sie werden nicht zurückweichen. Und da der Winter jetzt seinen Höhepunkt erreicht, können wir endlich etwas unternehmen, um ihnen zu helfen. Letzten Monat hat Hauptmann Murow vorgeschlagen, Vorräte über den zugefrorenen Ladoga-See in die Stadt zu bringen. Seine Männer haben es bereits mit Schlitten versucht, aber das Eis ist dicker geworden. Jetzt können wir sogar Lastwagen einsetzen, um mehr Vorräte zu holen. Ich habe meine Männer letzte Woche hierher kommen lassen, um die Eisstraße vor deutschen Angriffen zu schützen. Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht. Sie schlugen jeden deutschen Angriff zurück und wichen sogar den Rissen im Eis aus, die eine Gefahr für die Fahrzeuge darstellten. Ich bin sehr stolz auf Sie. Das ist doch offensichtlich. Wir können Schukow danken, dass Leningrad immer noch steht. Sein heroischer Einsatz bei der Verteidigung der Stadt bleibt unvergessen. Und seine Panzertaktiken führten meine Männer heute zum Sieg. Nachdem die Angriffe der Deutschen nachließen, sprach ich mit einem der Fahrer. Ich hätte mich ihm gerne angeschlossen, um die bunten Kuppeln der Auferstehungskirche wiederzusehen. Aber er sagte, in der Kirche würden sich jetzt die Leichen der Gefallenen türmen. Doch in seiner Stimme lag Hoffnung. Er sagte, die Route, die Sie heute verteidigt haben, Genosse, ist Leningrads Straße des Lebens. Puh. Also wie gesagt, Leute, unglaublich. Ein Tagebuch. So kurz geschrieben und doch so große Worte. Also unglaublich. Naja, Leute. Heute Abend kommt vielleicht noch ein Video dazu, ja. Es tut mir leid, dass ich halt verpasst habe, ja. Es kann halt passieren, ja. Ich bin halt auch kein Roboter. Ich bin auch ein Mensch, der auch Freizeit braucht. Aber für euch Zuschauer macht das gerne, ja. Wie gesagt, Leute, vergesst Like, Abonnieren, zu teilen, zu kommentieren, irgendwas, ja. Damit ihr das Video nicht verpasst, ja. Und ich versuche zu verbessern und. Ja, wie gesagt, Leute, jeder macht einen Fehler, ja, kann passieren. Aber ich danke euch, Leute, zuschauen und bin mal gespannt, was als nächstes kommt, ja. Und wenn es soweit ist, dann. Als nächstes kommen natürlich Sachen Moskau, ja. Das werden wir heute Abend gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutsche wirklich geglaubt hätten, die wollen ernsthaft Moskau aufnehmen. Ja, obwohl wir wissen, Moskau ist eine der Hauptstadt Russland und Stalin würde das niemals zulassen, dass Hitler Moskau aufnimmt. Ja, und Hitler würde auch nicht zulassen, dass Stalin Berlin aufnimmt, obwohl Stalin es Gott sei Dank geschafft hat. Ja, weil was Hitler gemacht hat, ist eine Gräuel. Das wissen wir halt alle. Zu viele Millionen Tote. Also, wie gesagt, auch irgendwann kommt der Karma und der Karma schlägt zurück, ja. Wie gesagt, Leute, ich danke für das Zuschauen und wir sehen heute Abend vielleicht bis zum nächsten Mal, ja.